Willkommen zurück! Mensch, noch eine Folge Fischkopf TV. Ich glaube, ich spinne. Das hört ja gar nicht mehr auf. Hier ist euer Fischkopf. Ich begrüße euch. Und auch heute ist wieder der Tommelbommel dabei. Ich grüße dich, Tommelbommel. Schönen guten Tag. Da ist er. Und er hat immer noch keinen Helm auf. Und außerdem bist du Batman. Und das nehme ich dir übel, weil eigentlich bin ich der Batman. Ich bin der Batman. Okay, ich kann das nicht so gut. Wie ist deine Batman-Stimme? Zeig mal kurz. Ich habe keine Batman-Stimme. Batman. Dann verdienst du auch nicht den Batman-Skin. Kann ja wohl nicht angehen. Du kennst doch die alte Regel. Wer die Batman-Stimme nicht kann, der darf auch nicht den Batman-Skin verwenden. Die Regel hast du gerade gefunden. Das hab ich nicht. Hab ich nicht. Die steht in der Bibel. Ach so, in der Bibel. Ah, okay. Ey, wieso hast du das Spiel verlassen? Ich muss doch jetzt den Skin ändern. Der macht das tatsächlich. Finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist noch nicht, was ich nehme. Ja, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Also, ich weiß nicht, ob du dich hier daran erinnerst, als ich meinen Skin ausgesucht habe. Ich habe ja schon einige da irgendwo bei mir. Ich muss bloß einen raussuchen, welchen ich nehmen möchte. Oh, ich habe eine Idee. Tommel, passend zum Thema. Passend zur aktuellen Jahreszeit. Da muss ich ja erst einen raussuchen. Denn, na, wer hat aufgepasst? Wer kann sich schon denken, worum es geht? Richtig, Weihnachten! Yay! Ist ja bald. Lass mich mal rechnen. Wenn die Folge hier raus ist, ist der ungefähr, warte mal. Ist der 18. Müsste jedenfalls. Das heißt, liebe Zuschauer, es sind nur noch 2 plus 4, 6 Tage! 6 Tage bis Heiligabend! Um ehrlich zu sein, muss ich zugeben, ich bin da gar nicht mehr so, gar nicht so hysterisch, wie ich gerade tue, seit ich nicht mehr 8 bin. Aber es waren schon schöne Zeiten damals. Wie ist es denn bei dir so? Ich meine, Tommel und ich haben ja lustigerweise sogar die letzten zwei, die letzten beiden zwei Weihnachten haben wir zusammen gefeiert. Das stimmt. Verrückterweise. Das war ja für mich damals immer, es war schon komisch, ne? Weil Weihnachten war ja immer so ein bisschen dieses einzige Ding, wo man immer nur mit Familie und ausschließlich und alles polnisch und so, wer noch nicht weiß, dass ich Pole bin, jetzt weißt du's! Und dann war auf einmal so ein Tommelbommel dabei, fand ich total super, das hat das Ganze so ein bisschen aufgelockert. Oh. Aua. Und ich glaube, Tommelbommel, dass als du das erste Mal mit uns gefeiert hast, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Weihnachten Alkohol getrunken habe, bevor ich aus dem Haus gegangen bin. Ja. Bin ja. Ich jetzt schon, würde sagen, ich habe dich an Weihnachten zum Saufen. Ja, du generell hast du mich zum Säufer gemacht. Bitte? Ja, ja. Du mit deinem Cola-Bier-Mix da. Aber das trinke ich ja heutzutage nicht mehr. Da bin ich von weg. Ist clean. Ich bin clean. Ich habe immer noch zwei im Kühlschrank, aber die liegen da schon seit wahrscheinlich ungelogen 3-4 Monaten. Also wenn du die haben willst. Ich nenne jetzt keine Marke. Das ist aber nicht die Marke, die du immer trinkst. Lalalalala. Was ich ja noch viel spannender finde ist. Das hatte ich schon mal angeschnitten hier. Aber ich glaube, das war in der Rock of Ages Folge. Das Thema Weltuntergang. Oha. Was jetzt wahrscheinlich auch sowieso also eigentlich alle Let's Player gerade anhauen, das Thema. Aber auch zu Recht, weil es ist ja auch lustig. Weil ich gehe ganz fest davon aus, dass irgendwelche großen Firmen oder irgendwer sich irgendwelche Späße ausdenkt zu diesem Datum. Definitiv. Es wird garantiert irgendwelche PR-Gags geben, also so 1. April-mäßig, nur viel krasser. Und da bin ich echt mal gespannt, wer sich da was ausgedacht hat. Viel interessanter fände ich, wenn tatsächlich die Zombies kämen. Ho, ho, ho. Wo ist er? Ah, da ist er, unser Weihnachtsmann. Jawohl. 6 Tage noch. 6 Tage noch. Hui. Hat er ja nur eine Route in der Hand. Das finde ich einsatz. Ey. Ich war artig. Ich habe nur ganz wenig gecheatet. Ganz wenig. So, wie du siehst, bin ich hier sehr fleißig am Abbauen, im Gegensatz zum Weihnachtsmann, der hier einfach nur rumsteht. Der die obere Schicht abgebaut hat, von der, wo du jetzt die unterste abbaust. Das hat er sich ausgedacht. Wie tief gehen wir eigentlich?
Ja, du bist schon viel zu tief. Ich habe dir extra schon zwei gebaut. Zwei unter denen. Zwei reichen doch. Wieso denn nur zwei? Weil wir die ganze Zeit zwei gemacht haben. Du redest wirres Zeug. Nee, du redest so viel und passt nicht auf. Ja, das ist auch ein bisschen Sinn der Geschichte hier. Warte mal, aber du hast ja recht. Ja. Hä? Aber dafür der ganze Aufwand mit den Eisblöcken, wenn wir es nur zwei tief machen? Wir können es auch drei tief machen, das ist der gleiche Aufwand. Ach du Scheiße, zwei nur und ich dachte die ganze Zeit, stimmt. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich meine, ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn man jetzt einfach noch darunter eine Schicht wegnimmt. Können wir auch machen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Was wir da jetzt machen. Also ich finde einfach, wir bauen jetzt hier einfach mal weiter mit drei Tiefe und dann kann man ja später nochmal gucken. Ups, ich wollte gar nicht fliegen. Entschuldigung. Oh, Höhle. Ich bin auch, mein Inventar ist auch leider voll. Ich würde ja gerne den ganzen Quatsch eigentlich mitnehmen, ne? Ach, weißt du, was ich mache? Da verbaue ich jetzt einfach mal so Eisblöcke. Dafür sind die ja eh gedacht. Sowas. Ja, und nochmal zum Thema Weltuntergang. Also ich persönlich hoffe ja, wie gesagt, auf die Zombies. Dann ist ja endlich mal was los. Weißt du, und dann sind auch die ganzen Leute, die immer gesagt haben, oh, diese Zombie-Scheiße, diese ganze unrealistische Zeug. Kann man endlich mal sagen, ha! Das ist auch schon alles, was man dann sagen kann. Man kann einfach nur sagen, ha! Und dann sagt man schon wieder, oh nein, da kommt ein Zombie. Und dann muss man weglaufen, um sein Leben. Was machst du denn da? Ich habe das extra nicht abgebaut da hinten, damit das Wasser hier nicht nervt. Guck mal, jetzt müssen wir hier gegen die Strömung ankämpfen. Ups. Jetzt ist die Spitzhacke aber auch bald dahin. Guck mal, hier habe ich einen falschen Netz. Den kannst du vielleicht mit deiner Spitzhacke nochmal absensen. Mach ich. Guck mal, jetzt kann man hier auch laufen drunter. Das ist auch wunderbar. Ja, das war auch das Ziel der Sache. Kann man ja auch bei zweien. Ich hab nichts gesagt. Ach nee, kann man nicht. Nicht, wenn man das Eis baut. Nicht unterm Eis, das ist richtig. Ha! Oh. Ich bin schneller. Da sind wir hier geschmolzen von der Fackel, glaube ich. Echt? Oh krass, ja stimmt. Das ist ja cool. Also, jetzt nicht cool, aber cool, dass das geht. Ja, wir schmelzen einige unter den Fackeln. Schnell wegnehmen, die Scheiße. Ach, jetzt habe ich den nochmal hingebaut, das brauchen wir ja gar nicht. Dann müssen wir die Fackeln wegnehmen, bevor wir hier weiter bauen, lieber Tommelbommel. Oh, kann doch schmelzen, ist doch nicht schlimm. Ja, stimmt schon, aber ich irgendwie so fürs Gefühl. Das ist ja überall wieder Wasser, das nervt mich immer so. Oh, ich habe mir nochmal zwei falsch gesetzt. Bist du so gut? Ja, jetzt ist sie bald kaputt, aber das macht ja nichts. Beziehungsweise dann sind wir halt gezwungen, wieder ein bisschen farmen zu gehen. Ja, ich kann ja nicht. Wie, du kannst nicht? Ich habe ja keine solche Spitzhacke. Ja, meine ich ja. Also farmen im Sinne von leveln und jetzt... Also jetzt ein bisschen mehr Konzentration, lieber Tommelbommel. Das kommt immer, wenn das Wasser mich wegschiebt. Ja, das kommt immer, wenn das Wasser mich wegschiebt, ne? Ja, super. Sowas. Oh, ich hab da gar nicht mehr so. Ich hab noch knapp zwei Stacks Eisblöcke. Ich hab noch 4, 5, 6, 7. Und wir haben jetzt quasi fast zwei Längen von 4 geschafft schon. Ein bisschen mehr. Ich hab da vorne auch noch. Die Hälfte vor der Burg quasi. Ja, meine ich ja. Ach so, ja gut. Stimmt. Und wenn wir in der Ecke sind, haben wir 2,5 quasi, kann man sagen. Haben wir uns dann doch irgendwie verzählt und wir brauchen doch nicht so viel? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es ja, nicht. Doch, wir haben gesagt, wir sind jetzt knapp bei 30. Ach ja, stimmt. Hier war eine Höhle, hast du gesagt, ne? Die abziehen, die man verbraucht, wenn man sich verbaut. Was passiert? War das eine Simse? Ja. Hast du das Schild nicht gelesen vor dem Studio? Nee, hab Handys aus! Hab ich übersehen. Nee, es war eine wichtige Nachricht, weil ich habe ja morgen noch Weihnachtsfeier. Ach du Scheiße. Hattest du nicht schon Weihnachtsfeier? Ja, einmal von der Arbeit und morgen ist vom Sport. Ah ja. Also von der Arbeit und Weihnachtsfeier und morgen ist Saufparty. Saufparty? Was ist denn der Unterschied zwischen Weihnachtsfeier und Saufparty? Nein, Weihnachtsfeier ist hier immer ein bisschen was Gemütliches. Wir werden schön zum Griechen gehen morgen und danach gemütlich ein bisschen was trinken. Aber bei Sport gibt es ja auch Mannschaftskameraden, die sehen das dann als Saufparty an. Und dementsprechend wird es an einigen Stellen auch wahrscheinlich ein bisschen ungemütlich. Ungemütlich? Ja. Wie sieht denn sowas Ungemütliches aus, so mal als Beispiel? Also als Beispiel, letztes Jahr waren, glaube ich, nach einer Stunde waren die ersten zwei schon draußen und standen da über der Reling hängend. Meine Fresse. Wo ich mir denke, da ist der Abend gelaufen. Ja, aber das ist doch auch nicht schön. Ich meine, wie alt sind denn die Leute? Alle schon volljährig. Ja gut, volljährig hat ja nicht unbedingt... Also volljährig, gut. Ist jetzt offiziell erwachsen, aber heißt noch nicht, dass die großartige Erfahrung da ist. Also wenn ja, ich da jetzt mal von mir ausgehe, ich habe ja zwar irgendwie früh auch schon mal einen weggetrunken, weil das halt so cool ist, weil man ja als junger Mensch immer gern mal was saufen will, aber habe danach ein paar Mal kotzen gemerkt, dass man halt kotzen muss irgendwann. Und dann habe ich da so darüber nachgedacht, wie ich das so finde mit dem Kotzen und bin zum Schluss gekommen, das finde ich jetzt nicht so cool. Und habe mir dann überlegt, wie ich das da so ein bisschen vermeiden kann, ne? Also, wenn du verstehst... Naja, ich sag mal so, einfach mal irgendwann sagen, das war ja jetzt ganz schön viel Alkohol, höre ich doch mal auf. Aber dann ist ja meistens schon zu spät zum Offen. Nee, ich hab so eine Warnfunktion tatsächlich. Vielleicht habe ich da auch Glück gehabt. Ich hab die auch, die habe ich von meinem Vater geerbt. Da habe ich dann so, dann merke ich so, ui, und dann trinke ich ein Wasser. Sowieso, Wasser, kann ich ja eh an dieser Stelle nochmal, ich nerv ja immer alle damit auf Partys. Hydration ist unser bester Freund. Also zwischen jedem Drink, am besten zwischen jedem Drink, ich weiß, das schafft man eigentlich nicht, am besten, aber dann nach jedem zweiten Drink ein Wasser. Ein Wasser und alles wird gut. Mein Opa hat mir damals immer beigebracht, er hat gesagt, Tom, beobachte die Mitmenschen, zu was sich dieser Abend neigt. Wenn es dich zu Bier neigt, trinke nur Bier. Neigt es sich zu Schnaps, trinke Wasser. Hä? Zum Schnaps, quasi. Bitte? Wie jetzt? Naja, wenn man so merkt, zu was die Party so ein bisschen sich neigt. Ob das nun mehr so ein Abend wird, wo man des Öfteren anstößt mit einem Schnäpschen, oder ob das einfach nur ein Abend wird, wo wir alle Bier trinken. Aha. Er hat gesagt, sobald du dann anmerkst, es ist so ein Abend, wo dann doch mehr Schnaps getrunken wird, trink dazu Wasser und kein Bier noch extra. Verstehe die Richtung. Verstehe die Richtung, aber ich bin ja ein Freund, also dann eher von Bier. Ja, ich auch. Und ich meine, so ein Schnäppchen zwischendurch kann man mal machen. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja. Aber jetzt so einen ganzen Abend jetzt nur Schnaps und kein Bier, finde ich jetzt so ein bisschen... Habe ich auch schon durchgemacht mit. Komischerweise in dem Haus, wo du aufgewachsen bist. Nee! Ja. Mit Fischkopf Senior, oder was? Genau. Heißt übrigens, habe ich gar nicht letztes Mal erwähnt, der heißt übrigens Long Joe hier auf diesem Server. War ich zu seinem Geburtstag überraschenderweise da. Crazy. Ja, da musste ich arbeiten, glaube ich, ne? Da brauche ich arbeiten. Das kann sein. Da konnte ich nicht. Entschuldigung, Papi. Tut mir wahnsinnig leid. Ich glaube, im Februar war ich in Süddeutschland unterwegs. Ah, hier ist noch Eisen zum Abbauen. Perfekt. Das klaue ich dir mal. Das hattest du dir wahrscheinlich anvisiert. Kannst du haben. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ist jetzt aber eine Falschaussage, mein Freund. Keine Erfahrung. Ja, aber Eisen kann man immer gebrauchen. Oh, jetzt habe ich hier Mist gebaut. Du kennst auch das alte Sprichwort, wenn du denkst, du hast zu viel, hast du eigentlich gar nicht zu viel. Hast du mal Eis? Ich habe hinten gerade Mist gebaut, bevor ich das jetzt alles aufkloppe. Oh, sicher habe ich Eis.
Ich muss ja noch kurz was zumachen. Warum bringt das doch alles hier nichts? Wo bist du denn? Hier in der Ecke hinten. Ach, in der Ecke hinten. Wo nochmal? Ach, da. Oh, ich bin unterm Eis. Ist das richtig? Nein, das ist verkehrt. Das ist verkehrt, sagt er. Aber hier sind ein paar Löcher, wo du wieder hochkommen kannst. Oh, ich habe hier so meine eigenen Taktiken. Whee! So, nu? Ja, hier hinten muss Eis rein, weil sonst kommt da irgendwie kein Wasser anscheinend. Wo, hier? Zum Beispiel. Ich mach das mal so ein bisschen großzügiger. Mhm. Was ist denn da? Guck mal, hier geht was unter die Burg, mein Freund. Ist wohl aufgegangen. Das sind dann wieder die Ausreden, ne? Ist wahrscheinlich aufgegangen. Übrigens... Ach, scheiße, das ist immer mit dieser Verzögerung, das finde ich ein bisschen... Oh, jetzt ist die Folge auch schon wieder vorbei. Warum läuft das denn so komisch? Pass auf, wir machen jetzt mal... Wir beenden mal die Folge, machen aber gleich weiter, wie immer eigentlich, und vielleicht schalte ich ja mal zwei hintereinander, mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Mitspielen, lieber Tom. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.